Hey Freunde, was geht ab? In diesem Video zeige ich euch drei coole Lifehacks mit einem Ei. Habt ihr es jemals geschafft, einen Ei gerade hinzustellen, ohne dass es zur Seite kippt? Vermutlich nicht, weil es eigentlich unmöglich ist. Aber mit etwas Hilfe von Salz können wir das Unmögliche möglich machen. Dazu geben wir einfach nur etwas Salz auf den Tisch. Verteilen das Salz etwas mit dem Finger. Und stellen das Ei drauf. Bäm, Freunde, und schon haben wir ein stehendes Ei. Und das Beste ist, ich kann das überschüssige Salz, was unter dem Ei nicht gebraucht wird, komplett wegpusten. Zieht euch das mal rein, das Ei bleibt stehen und man kann fast nicht erkennen, wieso. Wenn ich das Ei dann anfasse, kippt es natürlich sofort um. Und wie man sehen kann, waren es nur 3 oder 4 Salzkörner, die zum Stehen des Eis verholfen haben. Bei dem nächsten Trick handelt es sich eher um eine Wette, und zwar glaube ich nicht, dass irgendjemand von euch das Ei längst zerdrücken kann. Es ist natürlich kein Problem, wenn man das Ei so hält, aber es ist fast unmöglich, das Ei an den spitz zulaufenden Enden zu halten und es zu zerdrücken. Außer man hat jede Menge Power. Und das ist egal, wie ich es versucht hatte, ich bin auf jeden Fall kläglich gescheitert. Einige Videos auf YouTube haben es aber auch mittlerweile gezeigt, dass die spitzen Enden eines Eis bis zu 17 Kilogramm aushalten können. Wenn ihr also die ein oder andere Wette gewinnen wollt, wisst ihr Bescheid, wie ihr das machen könnt. Und für den dritten Trick brauchen wir einen kleinen Behälter, Essig und natürlich ein Ei. Alles klar, als erstes legen wir das Ei in den Behälter. Und schütten anschließend so viel Essig rein, bis das Ei damit komplett bedeckt ist. Perfekt, das sollte reichen. Das Ganze lassen wir jetzt 24 Stunden lang stehen. Und wie man erkennen kann, findet durch die Säure bereits ein ätzender Prozess statt. Aber wie gesagt, warten wir erstmal 24 Stunden. 24 Stunden später sieht das Ei dann so aus. Und wie man sehen kann, wurde die komplette Eierschale weggeätzt. Bevor ich das Ei aber mit den Händen anfasse, mache ich es erstmal im Wasser sauber. Zieht euch das mal rein, Freunde, es ist nur noch die gummiartige Hülle vom Ei geblieben. Die komplette Schale ist weg und das Krasse ist, die Hülle ist mega robust, so dass ich das Ei sogar hin und her klatschen kann. Man kann auch das Eiweiß und Eigelb innen drin erkennen. Vor allem aber, wenn ich eine Taschenlampe an das Ei halte. Und da ich wissen wollte, wie robust das wirklich ist, habe ich es ein paar Mal fallen lassen. Sogar aus einer Höhe von ca. 1 Meter. Und das Ei hat es, wie es scheint, ohne Probleme überlebt. Sogar wenn ich es mit den Fingern zusammendrücke, platzt es nicht. Oh, okay, ja gut, wenn ich irgendwann zu viel Druck auf allen Seiten ausübe, natürlich schon. Naja, aber jetzt wisst ihr zumindest, womit ihr Tischtennis spielen könnt, wenn euch mal die Bälle ausgehen. Und das war's auch schon, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr es gerne liken, teilen und kommentieren oder euch weitere Videos von mir ansehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.